Pass mal auf, der fällt mich jetzt an. Wir beobachten neue und unerwartete Nebenwirkungen der STEM-Integration bei bestimmten Einwohnern von Union. Die Symptome fangen unscheinbar an, kurze mentale Zusammenbrüche, ausgelöst durch rudimentäre Gedächtnisüberlagerungen. Betroffene Einwohner durchleben ihre alten Erinnerungen wieder, was zur Verwirrung führt. Ihre Erinnerung erneut zu überschreiben, ist nun eine Übergangsmaßnahme. Ihre neuen Namen in Union sorgen dabei für noch mehr Verwirrung. Schnell entwickeln sich diese kleinen Brüche zur vollständigen Verfremdung und schließlich zur psychischen Metamorphose. Dieses Phänomen betrifft aktuell nur 0,005% der Bevölkerung, ist aber trotzdem beunruhigend. Aus dem Beacon-Vorfall wurde viel gelernt, aber STEM ist nach wie vor Experimentaltechnologie. Wir isolieren unsere Forschung, während wir Union weiter ausbauen. Es ist wichtig, dass wir der Sache ein Ende setzen, bevor sie eskaliert. Ja, habt ihr ja gut gemacht. Habt ihr super geschafft. Es ist totales Chaos jetzt hier. Tja. Habt ihr davon mit dem Scheiß? Und ich bin jetzt hier mittendrin wegen euch. So, wir brauchen jetzt erstmal so einen Schlüssel. So einen Chip. Den kriege ich jetzt woher? Von irgendeiner Leiche wahrscheinlich. Oder von die wir gerade abgemurkst haben. Oder? Also die wir gerade hier fertig gemacht haben. Vielleicht hat die einen Chip drin. Oder wir können hier rein. Oh, was ist das denn hier? Oh, nee, da gehe ich doch nicht rein. Ihr seid doch. Könnt mich mal. Ne. Bin doch nicht bescheuert. Habt ihr gesehen, wo die mich reinlocken wollen? Ja, klar. Ich hab sie auch nicht alle, ey. Bin doch noch mal da. Wie sieht's aus mit dem Spiel? Hallo, Archer. Das Spiel macht mich einfach irre. Die wollen mich in irgendwelche Ecken locken, wo es furchtbar aussieht. Sehr einladend mit Fleisch und Blut und halbe Körper, die da rumliegen. Ja, na klar. Das Spiel, ich hasse es. Und ich wette, ich muss da sowieso rein, ne? Sieht jetzt auch nicht gerade einladend aus. Kriegt Munition, okay. So, wer von euch steht jetzt auf? Du? Du? Oder vielleicht du? Da liegt noch jemand. Na, wer steht auf? Komm, zeig dich. Ich erwarte es und erschreckt mich trotzdem. Ach, komm. Was haben wir denn hier? Ja, keine Ahnung. Irgendwelche Bohrer. Was? Unsere schlimmsten Befürchtungen haben sich bewahrheitet. Das Phänomen der Verlorenen hat sich auf Morbius Operatives ausgeweitet. Wir haben schon vermutet, dass die Verwandlungen ein Ergebnis der Gedächtnisüberschreibungen sind. Allerdings wurde der Operatives nicht angetastet. Wir haben es geschafft, einen betroffenen Morbius Operative unter Quarantäne zu stellen und zu eliminieren, bevor er sich verwandeln konnte. Vielleicht hat ihn der Kontakt zu so vielen toten Verlorenen in der Grube anfällig für das Phänomen gemacht. Die Frage ist nur, was genau war der Auslöser? Vielleicht ist es auch nur ein Zufall. Wir werden seinen Einheitszerbralchip entfernen und hoffen, durch ihn neue Daten zu erhalten. Das Entfernen intakter Zerbralchips ist mit dem Extraktionsgerät möglich. Der Ablauf ist automatisiert und relativ simpel. Dazu legt man die Person einfach auf die Bahre und gib den Aktivierungscode 0128 ein.
Wenn sein Chip noch nicht entfernt ist, kann ich damit durch die Tür kommen und Hoffman finden. Mhm. Okay, mal sehen, was passiert. Mit so einer Antwort habe ich gerechnet, ja. Ach, traurig, was kann schon passieren? Ja. Oh mein Gott, was? Ich musste gerade so lachen. Oh, wer ist denn jetzt hier abgehauen? Wilhelm. Und, ach, das sind ja mehrere. Okay. Wo kommt die denn jetzt her? Das kannst du mich doch auf... Wo kommt die Alte denn jetzt? Ja, es lief super. Das gibt's einfach nicht. Stiefel lecker. Ja, leck meinen Stiefel, du Arsch. Ich bin extra in Kacke reingetreten. Oh mein Gott. Oh, hör doch mal auf, da unten rumzukeuchen, Alter. Ich hasse dieses Spiel. Ich hasse es so sehr. Oh fuck. Tschüss. Tasche verbessern. Okay, mit Medizintasche, das ist schon mal, das ist gut. Das ist gut. So ein Auge, was sehr hässlich grinst.
Oh Scheiße, die kommt hier hoch. Nein, geh weg. Ich hab Angst vor der. Ah, die geht mir auf den Sack. Ist er schon tot? Oh, die geht mir einfach nur auf den Sack mit ihr. Die musste mal weg. Außerdem kriege ich 1500, das ist ja schon mal gut. Ich habe zwar keine Munition mehr wirklich, aber ja, scheiß drauf. Wer braucht schon Munition, ne? Wo ist die Treppe? Das ist die verdammte Treppe. Hä? Hä? Will mich verlaufen? Ach, da ist die, immerhin Gott. Also erstmal bin ich Hilde los. Ich nenne jetzt Hilde. Hilde, die Grausige. Sind das Einwohner von Union? Was hat Morbius mit ihnen gemacht? Ja, keine Ahnung. Ihr wisst schon, dass es ein Scherz war, dass ich trotzdem hier reingehen werde, weil ich so behindert bin. Oh mein Gott, was wird hier hochkrabbeln? Da geht's ja ziemlich tief runter. Ja. Wo leuchtest du hin? Hä, der leuchtet das Blech an. Ja, ist klar, Junge. Hatte schon gedacht, du traust dich nicht. Ach, wenn ich da schon Bolzen verschwende, dann, gehe ich da rein. Ich habe es ja nicht umsonst aufgemacht. Leider. Beobachtung in der Grube. Hier ist es so einsam und unheimlich. Ich werfe diese Leichen, diese Dinger in die Grube, aber es kommen einfach immer mehr. Warum bin ich überhaupt hier gelandet? Ich höre Dinge, Stimmen. Sie kommen aus der Grube. Das kann nicht sein. Aber wenn sie nicht aus der Grube kommen, dann sind sie in meinem Kopf und das ist noch schlimmer. Akustische Halluzinationen gehören zu den Symptomen. Nein, ich kann nicht in die
infiziert sein. Das ist kein Virus oder Bakterium, das ist eine mentale Sache, die nur Bewohner infiziert, deren Erinnerungen umgeschrieben wurden. So haben sie es mir zumindest gesagt. Scheiße, ich muss mich zusammenreißen. Es ist nur die Einsamkeit, die mich so denken lässt. Die Einsamkeit und die Nähe zu diesen verrückten Leichen. Es handelt sich nicht um das Phänomen. Oh nein, es kommt. Ich muss hier raus. Nein. 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 Ich bereue es so zutiefst. Ich bereue es. Ich bereue es. Dieses Ding schon wieder. Was machst du für Grimassen? Ich hasse sie. Das ist gerade der richtige Albtraum schon wieder. Oh nein, die rastet jetzt voll aus, die Scheiß-Bitch. Was ist dein Problem, Mann? Geh zum Friseur, ich bezahle es dir. Ich bezahle es dir. Die Klappe, ey. Von wegen schön. Alter, was zum Teufel? Die kann laufen? Wie jetzt? Ich dachte, die schwebt die ganze Zeit. Kannst du auch andere Lieder singen, Mann? Dreckiges Miststück. Alter. Ich muss jetzt echt an dir vorbei, oh, du bist doch so ein Mistvieh. Fuck, ey, was niedlich, Alter. Guckt euch doch mal diese abgefuckte Mistgeburt hier an.
Wir können miteinander reden. Wir können miteinander reden. Nein, das ist nicht witzig. Nein! Was machst du? What the fuck? Harry Potter Klaue. Alter.